Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück, zuletzt bei Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir mit Yoshi so einige Früchte bekommen. Ja, und aus dem dadurch auch drei Powerstellen bekommen, indem wir ihn satt gefüttert haben mit den Früchten. Außerdem sind wir in Prinzessin Peachs Schloss reingegangen, also in das Schloss halt, und konnten... Ah, okay, die Pflanze ist noch nicht ganz gewachsen, die braucht noch Zeit. Und konnten außerdem, ja, eine Menge Sterne bekommen, wie man gesehen hat. Wir haben einfach alles, was wir bislang erreicht haben, bekommen. Also quasi, capere 15 Gegner oder so als Beispiel. Ja, und zwar durch ihre Achievements. Und das ist ziemlich heftig gewesen. So, und da wir im letzten Part noch die restlichen drei Coins geholt haben, können wir uns nun alle Sachen holen. Einmal diese Röhre hier, also der Röhrensticker, dann der Münzensticker, der Blocksticker, der Fragezeichen-Blocksticker. Dann der Pilzkönigreich-Sticker. Pilzkissen-Set. Die sehen ziemlich cool aus. Und das Pilzpalast-Modell. Das holen wir uns auch noch. Damit haben wir die 100 lila Coins ausgegeben. So, will ich jetzt noch ganz gerne... nein, das wollte ich jetzt nicht. Wollte ich noch ganz gerne gucken, wie das mit dem Powermond hier aussieht. Wir können uns weiterhin einkaufen. Vor allem, warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, ich will ihn nicht holen. Basta. Ich verstehe es nicht. Okay, reden wir doch mal mit dem Vogel, weil mit Sicherheit... Oder sollen wir... reden wir erst mit dem Vogel doch. Mit dem Vogel ist am besten. Die Beulen unterm Boden. Zweiter Tipp, bitte. Mit Pilzkönigreich Kunst gefunden. Ja, okay. Das Licht kommt von oben. Oh, Moment! Ich habe einen Geistesblitz. Ich habe einen Geistesblitz. Das Licht kommt von oben, sagt er. Ey, das wäre so geil, wenn die das echt gemacht haben. Augenblick, Augenblick. Ihr wisst ja alle, oh mein Gott, wie episch. Das Licht kommt von oben, Alter, ich liebe euch, Nintendo, ich liebe euch. Das ist geil, ein geiles Easter Egg. Also ich sag einfach mal Easter Egg, weil, ja, wenn man in Mario 64 nämlich hochgeschaut hat, also da, also sobald da dieser Lichtstrahl verfügbar war, wenn man dann da hochgeschaut hat, ist man zu einem Bonuslevel gekommen, wo man 8 rote Münzen sammeln konnte und dann hat man da einen Castle Secret Star bekommen. Ey, Nintendo, ich könnt euch! Ah, ich liebe das Pilzkönigreich. Na? Toadflora, Samen an der Wiese, ja. Schauen wir mal, ob der auch mittlerweile gewachsen ist, aber Checkpoint der Nähe ist jetzt nicht, oder? Gesichterpuzzle haben wir schon gemacht, ne? Ja, so müssen wir leider ein bisschen laufen. Weil hier sind halt echt nur drei Checkpoints, wenn man hier die Odyssey nicht mitrechnet, weil die ist ja... quasi ein eigener Checkpoint, sagen wir es mal so. So. Ah ja, da ist sie auch schon. Toadflora-Samen auf der Wiese. Gut, damit hätten wir diese 4 Powermonde auch. Dann wollen wir mal sehen, was er uns noch so für Hinweise gibt. Na? Notenjagd um den Brunnen herum. Wo soll hier eine Notenjagd sein? Also ich glaube, dieser Brunnen ist gemeint, aber wo soll hier eine Note sein? Hä? Ich sehe hier überhaupt keine Noten. Also diese eine Note da, ihr wisst schon.
Hä? Gucken wir erstmal nach den Monden, die uns hier fehlen. Also das 11. ist Notenjagd, aber ich sehe ja weit und breit keine Note. Und das ist ja wohl der einzige Brunnen, oder? Ja. Oder die Note ist irgendwo weiter entfernt, aber ich sehe wirklich gar keine. Also, wo soll hier bitte schön eine sein? Sorry, aber ich sehe hier weit und breit keine. Oder muss man auf den Roller steigen? Ey, das Klatschen von dem Tod ist ja süß. Eventuell muss man es mit dem Roller machen, aber ich sehe hier weit und breit nichts. Aber es ist auch der einzige Brunnen, den ich hier sehe. Der Rest sind ja alles Türme. Das ist doch der einzige Brunnen. Oder Moment mal, ich glaube, einen Brunnen kenne ich noch. Das ist ja ein Springbrunnen, der hier. Also kann es ja eigentlich ja nicht sein. Dieser Brunnen ist hier der einzige, der mir noch einfällt. Also. Aber hier ist nirgendwo eine Note. Hä? Ja. Also ab hier werde ich mir auf jeden Fall die Hilfe des Toads zunutze machen. Weil ich wüsste jetzt ansonsten nicht, wo ich noch hier eine Note finden sollte. Ich sehe halt echt keine mehr. Nun gut, dann nehme ich mal deine Hilfe in Anspruch. Da vorne. Das ist doch das. Ach, egal, ich laufe den Weg jetzt einfach. Oh nein, davon habe ich total vergessen. Ich dämlicher Honk, das habe ich total vergessen. Och Mist. Das habe ich... Oh fuck, lol. Davon habe ich total vergessen. Ich habe das mal gesehen, diese Röhre. Aber ich habe die komplett vergessen. Notenjagd um den Brunnen herum. Oh Mensch, das habe ich so vergessen. Ah, sorry deswegen. Alter, das dürfen locker schon 100 Powermonde sein. Safe, das sind schon 100. Soweit ich, also mir hat mal jemand erzählt, also ein Bekannter von mir hat gesagt, dass man 997 Powermonde bekommen kann und es dann auf der stockfinsteren Seite des Mondes den letzten Multimond gibt. Und das soll eine sehr lange und sehr komplexe Challenge sein. Aber hey, ich mag Challenges, also von daher. So, ein weiterer Hinweis bitte. Welcher Hinweis ist das? Im Schwanzversteck, das klingt so falsch. Das, die Beulen unterm Boden. Ah ne, das hat nur der Vogel gesagt. Mit Pilzkönigreich Kunst gefunden. Ach so, okay. Das ist damit gemeint. Noch einer. Das muss jetzt aber der mit den Beulen sein. Ja. Kein Hinweis mehr. Okay, aber Geheimpfad zum Pilzpass. 40, 42 und 43 würden uns dann noch fehlen. Und dann hätten wir so gesehen alle Monde. Die Beulen unterm Boden. Das ist dann der letzte Mond, der uns hier noch fehlt. Ich sag hier, ach, wisst ihr was? In diesem Land sage ich einfach Powersterne. Auch wenn es weiterhin Powermonde sind.
Die Beulen unterm Boden. Also ich würde mal stark davon ausgehen, dass die Siamus ist. Ah, dass die hier gemeint sind, oder? Im Pilzpalast? Weil da wird ein 2 angezeigt. Das bedeutet eigentlich immer, dass das irgendwo hier drin sein muss. Aber welche Beulen sind dann gemeint? Ich sehe nämlich gar keine. Oh! Ich muss da die dritte sein, oder? Hä? Das ist ziemlich interessant, dass ich das nicht gesehen habe. Obwohl ich doch so ein Adlerauge habe. Okay, ein paar fehlen noch. Da ist die vierte. Anscheinend gibt es 5 oder so. Ich gucke einfach mal jetzt wieder hier oben. Vielleicht ist hier oben ja noch mal eine. Ich meine, das kann man dann von der Farbe her aus direkt sehen. Nein, das muss hier unten irgendwo sein. Hä? Ich sehe hier keine mehr. Bin ich jetzt blind? Ah, ne, hier. Es geht einfach noch weiter. Ja, leck mich im Arsch. Ey, Mann, warum dauert das so lange? Warum, das ist auch nicht direkt. Das sind doch nicht direkt Beulen. Ich meine, die ragen ja nur hervor, diese Platten. Also bitte. Irgendwas mit Fliesen hätten sie machen sollen. Also irgendwas, wodurch es halt so ein bisschen klarer wird. Weil die Beulen unterm Boden. Das merkt. Vor allem unterm Boden. Das macht ja wenig Sinn. Okay, unter dem Boden. Unter den Fliesen meinen die halt, aber trotzdem. Ein bisschen irreführend ist das ja schon. Und wo ist die jetzt die letzte Platte? Also. Ich denke mal nicht, dass es die letzte ist, aber oh mein Gott, Mann, das ist wie so eine optische Täuschung. Hä? Ich sehe hier keine Platte mehr, die irgendwie schief sein könnte. Das muss ja irgendwo hier oben sein. Hä? Ich bin blöd. Ich finde die Platte nicht. Hä? Ich finde allen Ernstes die blöde Platte nicht, die gerade hervorguckt. Wo ist sie? Ach, Mann. 7. Okay. Die werden, glaube ich, immer beschissener versteckt. Dann gucke ich jetzt ganz genau, dass ich wirklich keine einzige übersehe. Ich will auch nicht zu lange bleiben. Da. Hier ist. Das dürfte dann die letzte sein, hoffentlich. Ja. Die Beulen unterm Boden. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt all diese Powermonde und uns fehlt nur noch der eine, den wir mit der Kunst holen sollen. Und die ganzen Toadette Achievements. Und wisst ihr was? Ich frage sie noch einmal aus. Souvenirs für Profis. Ah. Nice. Souvenirs für Profis. Okay. Souvenirs für Profis. Was war das nochmal für eine? Ah, hier. Sammle Souvenirs und Sticker. 40 Stück. Cool. Na dann. Bin ich mal weg. Jetzt werden wir nämlich alle diese Powermonde in unsere Odyssee reinstöpseln. Oder stecken. Stöpseln? Warum stöpseln? Voll gegen die Fresse anhauen. So, keinen Tipp mehr. Das heißt, wir können jetzt all unsere Powermonde, die wir gesammelt haben, da reinstecken. Wow, wie viel sind das jetzt? 561. Neue Produkte sind in den Shops erhältlich. What in the actual fuck? Die Odyssee ist leistungsfähiger. Oh my god. 561. Gebt euch das mal.
Jetzt können wir zur finsteren Seite fliegen. Damit sind wir jetzt dann wohl auch offiziell echte Abenteurer. Ja, werden wir. Mondland. Ich will aber erstmal gucken, was es denn Neues in den Shops gibt. Wir haben 500 Monde gefunden. Jetzt können wir endlich auf die stockfinstere Seite des Mondes. Die Frage ist aber, will ich das? Neue Artikel, ja? Oh, lol! Die Goldsachen! Gold-Mario-Mütze und dann auch das Metall-Outfit. Cool! Das Ding ist, ich glaube, ich werde echt erstmal für das Skelett-Outfit sparen. Und was dieser Power-Mond noch auf sich hat, werde ich auch noch rausfinden. Aber erst muss ich kurz einen Cut setzen. Deswegen bis gleich, aber es geht für euch gleich weiter. Okay, na dann. Ja, also ich weiß nach wie vor nicht, ich habe noch kurz, als ich wieder kam, nachgeguckt, was es damit auf sich hat. Und ich habe auf einer Seite geguckt, dass da stand, dass man den mehrmals kaufen kann, falls man zu faul ist, alle Rätsel zu lösen. Ich hoffe mal sehr, das hat es nicht auf sich. Und ich hoffe mal, das tut nichts zur Sache. Jetzt können wir auf die stockfinstere Seite. Nun ja, wirklich weiter geht's ja auch gar nicht mehr. Macht ja auch Sinn. So, doch, wir gehen zur finsteren Seite. Wir gehen zwar nicht über, aber wir gehen zur finsteren Seite. Deswegen, let's go. Zur stockfinsteren Seite müssen wir ja erst, sobald wir mit allem fertig sind, buchstäblich, heißt alle Powersterne, also alle 997 und so weiter und so weiter. Boah, das Ding ist, als ob das jetzt mit dem, ich habe den Powerstern erst ernsthaft 12-mal gekauft. Warum? Warum gibt es diese lächerliche Option denn eigentlich? Das macht voll keinen Sinn. Finstere Seite, Kaninchenkrater. Was? Einen Augenblick mal. Alles klar, jetzt passt's wieder. So, da sind wir auf der finsteren Seite des Mondes. Da drüben gibt's etwas und hier auch. Allerdings gucke ich mich wie immer erstmal um. Gibt's hier wieder eine Coins? Nein. Das lässt darauf schließen, dass wir wirklich alle lila Coins haben und hier scheint. Das ist eine riesige Tomate. Okay, also hier gibt es aktuell, glaube ich, nichts. Na dann. Dum, 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 dum. Und hier sind überall Hasen. Hey, Moment mal. Hier sind Brudals abgebildet. Kaninchenkrater. Deine Hochzeit mit uns, die Brudals. Ach Leute, sind denn wirklich Hochzeitsplaner? Topper, Kundenberatung, als ob. Ein appetitlicher Turm. Ach, diese alte, nee, geh mir bloß weg. Was haben wir hier? Rango Security, lol. Harriet, Pyrotechnik und Spewart oder so. Unterhaltung. Interessant. Hier erfährt man wohl so ein bisschen mehr über die Brudals. Okay, die Hasen laufen anscheinend nicht von uns weg. Finde ich ziemlich cool. So, was haben wir hier? Also auf diesem riesigen Gemüse scheint wohl nicht so viel zu sein. Und dennoch gibt es hier 24 Powermonde. Gucken wir uns das mal an. Ankunft am Kaninchenkrater. Da müssen wir hin und da geht's rein. Mein Gott! So. Oh lol, da unten ist was. Ah, ich glaube, hier sollten wir auch erst später hin wegen diesen Tomaten. Ja.
Mann, oh Mann, wir fliegen aber hoch. Brrr, lel. Ja, also bislang können wir irgendwie keine Powermonde bekommen. Und hier drüben. Hier verstopft auch eine Tomate das Dings. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir erstmal rein. Das ist die finstere Seite des Mondes. Was erwartet uns da drin? Etwa ein weiterer Bruderkampf? Oh no, God, please, no. Naja, und selbst wenn, wir müssen es sowieso machen. 100%, ihr wisst Bescheid. Turm am Kaninchenkrater, erste Etage. Och nein, das ist eins auf dem Boss-Room. Das skippe ich, weil es ja... Okay, wir müssen also wirklich nochmal gegen die anderen kämpfen. Mit dem Unterschied, dass wir die blöde Schwerkraft noch, dass die Schwerkraft gegen uns arbeitet. Oh nein! Oh, ich vergesse das schon, ich hab's schon wieder vergessen. Bislang stellen wir uns gar nicht mal so blöd an. Tja, aber wer garantiert uns schon den Erfolg? Mann, Mann, Mann. Ich bin wirklich ein Lappen. Ja, das hat gut geklappt. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich denke, den Bruderkampf werden wir im nächsten Part von Let's Play Super Mario Odyssey bestreiten. Deswegen würde ich mal sagen, falls euch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt dieses Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo wäre ebenfalls nicht schlecht, wenn ich meinen Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es dann den Bruders ein weiteres Mal an den Kragen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Odyssey.